Hallöchen, ihr Lieben. Weil ich ein bisschen vergesslich bin, gibt es ein kleines Vorwort von mir. Und zwar ist dieses Video wieder mit Werbung gekennzeichnet, weil wegen Markennennung, blub, blub, bla. Ich habe die Nagellacke selber gekauft, selber bezahlt, selber bestellt. Und ja, das wollte ich nur einmal nochmal kurz erwähnen. Und jetzt geht's los mit dem richtigen Video. Bis dann. Ciao, ciao. Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe heute mal ein etwas anderes Video für euch und zwar habe ich einen Nagellack-Haul. Das sind jetzt nicht die aktuellsten Nagellacke, sondern Nagellacke, die es entweder nicht mehr gibt, weil sie LE-Ware waren oder die halt aus dem Standardsortiment ausgelistet waren. Die habe ich mir bei Schnäppchenschloss bestellt. Das heißt, ihr seht heute meinen ersten Schnäppchenschloss-Haul mit Nagellack. Hier seht ihr schon diesen schönen Karton, den habe ich super professionell abgedeckt, damit ihr meine Adresse nicht sehen könnt. Das ist einfach ein gebrauchter Briefumschlag, der hier nachher auch endlich im Müll landen kann. Und dann geht's jetzt los. Ha, ich liebe diesen Anblick. Also ich finde das wunderschön. Ich habe Nagellack mit über 50 Euro bestellt. Für mich war das wirklich sehr viel und ich dachte, da kommt ein riesen Päckchen an. Ja. Ich bin halt echt nicht gut in Größen und so weiter. Also es ist ein verhältnismäßig für mich kleines Päckchen und sind wirklich, also ich habe mir da eine schöne Auswahl zusammengestellt mit Nagellacken, die ich entweder gar nicht mitbekommen habe oder die ich leider verpasst habe, weil manchmal überlege ich mir ja auch was bei LEs, dass ich mir erst nur ein Teil mitnehme. So war es zum Beispiel bei der Essence Hip Girls Wear Blue Jeans LE. Da hatte ich ja nur die beiden blauen Nagellacke gekauft und auch in einem extra Video vorgestellt. Und eigentlich wollte ich mir auch gerne die beiden Nagellacke noch kaufen, vielleicht sogar im Sale. Da gucke ich ja immer gerne mal nach. Da, leider habe ich diese Lacke überhaupt nicht mehr erwischt und das war sehr schade. Und das ist einmal die 02 Cute But Cool und die Nummer 03 Show Me What You Got. Das ist ein schönes, ja, nude beigefarbenes mit so einem goldenen Schimmerglitzer und einfach ein, ja doch, Korallfarben, so ein schönes Korallfarben. Und das Korallfarbene hat den High-Gloss-Effekt und das, ich sage jetzt einfach mal, Nude-Farben hat einen sogenannten Illuminating-Effekt, weil halt, ne, das halt so ein bisschen in anderen Farben schimmert. Ja, weiter ging es dann mit LE-Lacken. Zum Beispiel hatte ich auch aus dieser LE, aus dieser Catrice LE, die Provocatrice LE, auch hier auch nur einen Nagellack vorgestellt, weil ich die alle nicht so toll fand. Warum auch immer, habe ich sie mir dann doch alle gekauft, im Sale natürlich, weil Catrice ist halt ein bisschen teurer immer als Essence-Nagellacke. Ich wollte ihn, glaube ich, damals nicht haben, weil der ungefähr zeitgleich mit denen von Essence rauskam und es gab ja noch, oder es gibt, nee, jetzt, mittlerweile gibt es sie nicht mehr, aber es gab ja mal auch noch diese Out of Space Nagellacke, wo auch so ein ähnlicher drin war, wo ich dann irgendwie gesagt habe, irgendwie ist alles gleich und möchte nicht. Im Nachhinein habe ich mir dann doch gedacht, den möchte ich haben und das war der einzige, den ich nicht mehr im Sale bekommen habe, also den gab es einfach nicht. Und als ich dann gesehen habe, dass Schnäppchenschloss den hat, da habe ich mir natürlich den mit ausgesucht und mit bestellt. Das ist die Nummer 1003 Rose Docteur. Ich bin echt gut in diesem Namen. Ja, weiter geht's dann mit einem Nagellack aus einer Essence LE, diese schöne Cinderella LE. Die habe ich leider damals irgendwie gar nicht mitbekommen, weil zu der Zeit war ich noch gar nicht so die LE-Jägerin. Aber ich bin ein kleiner Cinderella-Fan. Und als ich gesehen habe, dass Schnäppchenschloss den hat, habe ich mir den sehr gerne bestellt. Leider haben sie nur noch den goldenen. Das fand ich so ein bisschen schade. Da versuche ich gerade auf Kleiderkreise und eBay Kleinanzeigen die restlichen zusammenzubekommen, ohne ein Vermögen dafür auszugeben. Komischerweise verlangen die Leute echt richtig viel Geld dafür. Ja, also den habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Und das ist die Nummer 04, Watch Out Lady Tremaine. Dann geht es weiter. Mal sehen. Ah, weil wir gerade bei Out of Space Stories waren. Ich habe die Out of Space Story Reihe komplett mittlerweile. Ich habe mir auch noch die fehlenden gekauft gehabt, die ich euch noch nicht in Videos vorgestellt habe.
Die finde ich auch soweit ganz hübsch. Nur welchen ich nicht mochte, war die Nummer 02, Across the Universe. Und ja, also ich habe ihn mir ehrlich gesagt jetzt nur gekauft, um die ganze Serie komplett zu haben. Nicht, weil ich ihn wirklich mag. Also ich werde ihn auch mal lackieren und mal für Instagram dann Fotos machen, aber den habe ich tatsächlich nur gekauft, damit ich die Reihe vollständig habe. Dann ein Nagellack, den ich schon öfters mal gesehen hatte, glaube ich, auf Instagram-Fotos und nebenbei bei Nagellack-Sammlungsfotos. Und zwar diesen Essence Top Coat Vintage Style. Das ist die Nummer 30 oder 30, Sweet Memories. Die hat mir da mal ganz gut gefallen. Das war auch einer, der irgendwie an mir völlig vorbeigegangen ist. Also ja, seitdem ich YouTube mache, bin ich ein bisschen aktiver und kriege viel mehr mit von diesen ganzen Nagellacken. Und kaufe da auch viel mehr und passe da auch besser auf. Aber von diesen Vorgängen, da habe ich immer mal so wahllos gekauft, obwohl ich da auch schon gerne Nagellack gekauft und getragen habe. Auf jeden Fall habe ich den Tipp von einer anderen YouTuberin bekommen, wo ich leider jetzt, das ist nicht böse gemeint, den Namen vergessen habe, den werde ich einblenden. Es war eine YouTuberin. Sie ist YouTuberin und Instagrammerin. Ich verfolge sie auf beiden Seiten. Und ich meine, sie hat da irgendwie ihre Nagellacksammlung vorgestellt und da habe ich den gesehen, sie beneidet und dann bekam ich eine Privatnachricht von ihr, dass es den bei Schnäppchenschloss momentan gibt und da hat sie auch noch den Preis gesagt. Ach ja, die Preise, die werde ich einfach aus Faulheit unten in die Infobox schreiben. Die werde ich jetzt nicht immer, jedes Mal einzeln einblenden. Auf jeden Fall hat sie mir den Tipp gegeben, dass ich doch den Vintage-Style-Nagellack von Essence bei Schnäppchenschloss finden kann. Und damit fing das auch alles so ein bisschen an. Also ich habe halt geguckt wegen dem Nagellack. Dann habe ich halt geguckt, wie die Frachtkosten sind. Habe noch ein bisschen weiter gestöbert. Und habe dann irgendwie so viele Nagellacke zusammen gehabt. Ich hatte erst irgendwie einen Warenkorb von über 200 Euro. Und da dachte ich mir, vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und dann habe ich halt geguckt, welche möchte ich wirklich unbedingt haben. Welche gefallen mir so richtig gut. Und dann bin ich halt auf diesen Warenkorbwert von über 50 Euro gekommen. Wo ich meine, das reicht auch. Also ich werde da auf jeden Fall nochmal bestellen. Aber fürs Erste reichen 50 Euro. Ja, das ist dieser schöne. Dann hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber fand ich so interessant, dass ich sagte, den will ich einfach mal ausprobieren, wie der ist. Ich habe mir auch immer bei den Nagellacken, die ich selber so noch nicht getragen gesehen habe, habe ich mir dann immer Fotos rausgesucht von Bloggern, von Instagram und habe dann immer geguckt und den fand ich auch interessant. Also der hat ja so einen schönen Schimmer und dieser Schimmer kommt tatsächlich auf den Nägeln wieder. Er wird satinmatt. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man kann ja auch einfach Klarlack drüber machen und dann kommt teilweise dieser Schimmer noch besser vor, kommt dieser Schimmer noch besser durch. Und ja, das ist jetzt die Nummer 04 Minty Memories. Ich bin auch so ein kleiner blauer Nagellack-Fan. Also wir können am Ende nochmal gucken, wie viel blauer Nagellack dabei ist. Es ist jetzt nicht so viel, aber es ist schon ziemlich viel blauer oder blautöniger Nagellack. Das ist auf jeden Fall der von Catrice. Aus der Luxury Vintage Reihe. Da hatte ich auch viel mehr in meinem Einkaufskorb, aber später. Dann mein allererster Essie-Nagellack. Er war noch teuer genug, wie ich finde. Also mir ist einfach das. Ich habe immer so eine Grenze, bis zu 3 Euro gehe ich bei Nagellacken mit und darüber müssen sie mich wirklich sehr überzeugen, dass ich sie haben möchte. Und diesen Nagellack gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr so im freien Verkauf, sondern die kann man halt nur noch wie bei Schnäppchenschloss oder ich glaube TK Maxx vielleicht auch. Aber da habe ich ihn noch nicht gesehen. Das ist der Starry Starry Night. Den hatte ich mal bei einem Video von Simply Nail Logical gesehen. Da hatte sie so ein Thema drüber gemacht, weil den gab es schon mal. Und der wurde neu aufgelegt und die Neuauflage ist halt nicht mehr so schön wie der Original-Nagellack. Das ist mir jetzt egal. Ich fand ihn hübsch. Ich mag auf diese ganzen blauen, glitzernden Nacht-Universe-Optik-Nagellacke und deswegen hat mir das ganz gut in die Hände gespielt. Und dann gesagt, dann wird das jetzt mein erster Essie-Nagellack. Mal gucken, wie ich davon überzeugt bin, also wie mir der gefällt. Also wenn ich bei Schnäppchenschloss noch so ein paar schöne, besondere Nagellacke finde, die halt nicht so teuer sind, also so um die 5 Euro kosten, dann werde ich mir da vielleicht auch mal wieder öfters einen mitnehmen. Aber für die neuen Nagellacke, die immer so zwischen, weiß ich nicht, 18 Euro kosten, das ist mir einfach zu viel für einen Nagellack.
So, dann haben wir hier wieder einen LE-Nagellack, den ich leider damals nicht bekommen habe, als er rauskam. Da hatte ich auch ein Video über die beiden anderen Nagellacke gemacht. Und ja, es ist jetzt nicht so eine überbesondere Farbe, aber ich mag die Fläschchen. Ich finde es schon schön, diesen Nagellack, und bin gespannt darauf, wenn ich ihn das erste Mal tragen kann. Hier kann ich auch mal was sagen, und zwar, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber viele Nagellacke haben an den Griffen so, wie sagt man das? Also das ist so klebrig, schmierig, also ich denke mir mal, das kriege ich mit einem Lappen, mit einem feuchten Lappen, Mikrofaserlappen, alles sauber. Aber das ist irgendwie sehr merkwürdig und ich frage mich, warum und wo das herkommt. Und also ich finde Schnäppchenschloss super, aber das ist irgendwie so ein bisschen störend. Aber Hauptsache, die Nagellacke sind wirklich noch unberührt und funktionieren noch. Das ist mir das Wichtigste und den Rest kann man ja so, wie es aussieht, sauber machen. Das ist jetzt der 030 Violet Bloom aus der Bohemian Tropics LE von P2. Dann machen wir einfach mal weiter. Und zwar hatte ich, wo ist er hin? Ich hatte auch über einen von denen aus der Galactic Beauty LE von P2 ein Video gemacht. Da habe ich mir auch erst bewusst nur eingenommen, weil ich die anderen Farben, naja, nicht so interessant fand. Und im Nachhinein hat mir das dann doch irgendwie alles so gefallen, dass ich mir dachte, doch, möchte ich. Und ich war eigentlich noch relativ früh dran, als ich die andere Nagellacke noch kaufen wollte. Nur leider waren die dann schon tatsächlich ausverkauft. Und selbst bei Schnäppchenschloss habe ich jetzt nur die Nummer 020 Bronx Cloud bekommen und die Nummer 030 Dark Sky. Was ich ganz witzig finde, also dieser lila Ton ist so ein bisschen, na gut, geht. Also ich habe auch so ein paar lila Töne mitbestellt, weil das auch noch so eine Farbe ist, die ich ganz gut finde. Sieht ein bisschen auf jeden Fall aus wie der vom Farbton her. Nur natürlich, dass die verschiedene Finishes haben. Auf jeden Fall habe ich mir dann die beiden bestellt. Mal gucken, wo ich den weißen aus der Reihe herbekomme, ob ich den vielleicht auch irgendwo erkreisel oder per eBay Kleinanzeigen. Das weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich sie bekommen habe und die sehen jetzt auch gar nicht so schmuddelig aus. Das ist auch schön. Dann machen wir wieder weiter mit Essence. Hier habe ich einen aus der The Nudes Reihe. Und zwar ist das die Nummer 04 Cupcake Toppings. Eigentlich bin ich nicht so der Fan von diesen Feder-Optik, also so Federn, Streifen, Striche, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Also es heißt immer so ein bisschen Feder-Optik. Auf jeden Fall bin ich da gar nicht so der größte Fan von, aber ich habe mir da auch Fotos angesehen und fand, dass dann noch irgendwie, dass das richtig gut aussieht. Und dann habe ich mir den mitbestellt. Und es ist auch Glitzer. Und ja, der durfte mit. Dann habe ich mir drei Blautöne von Astor gekauft. Von Astor hatte ich auch noch keine Nagellacke, vielleicht mal früher als, also vor Ewigkeiten auf jeden Fall. Jetzt aktiv habe ich keinen Astor-Nagellack mehr zu Hause. Und also ich bin sehr begeistert von der Optik der Nagellacke. Also die hatten richtig viele orange, grüne. Ich habe mich ja wie gesagt ein bisschen beschränkt, damit das jetzt nicht so viel Euros sind. Und da habe ich mir jetzt halt so einen schönen glitzernden Türkisen. Der hat die Nummer 370 Blue Lagoon. Dann einen, ich nenne es immer Babyblau Glitzer, also den gleichen Finish. Der nennt sich Frosted Gin und ist die Nummer 369. Und dann, da habe ich lange überlegt, bestelle ich den mit, bestelle ich ihn nicht, weil ich irgendwie die Bilder geil fand, aber irgendwie auch nicht, die ich darüber gesehen habe. Und das ist die Nummer 427 Jewel Blue, also Jewel für Diamant. Der muss nochmal ordentlich durchgeschüttelt werden. Da hat sich diese Partikelchen so abgesetzt, aber das ist nicht das Problem. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch so begeistert über die Farben und bin gespannt natürlich, wie der Nagellack dann oder die Nagellacke auf den Fingernägeln rüberkommen. Also ich werde viel zu tun haben mit Lackieren und Ausprobieren. Aber ich freue mich drauf. Dann habe ich wieder mal einen relativ teuren Nagellack, der leider auch völlig eingesaut ist. Also ich wüsste halt gerne, was das ist, was dieses klebrige Zeug ist. Und er hat, das kann man hier auch schön sehen, also ich habe ihn schon geschüttelt, ich habe ihn dann mal ein bisschen liegen lassen, damit man das wieder mal sieht. Diese Nagellacke setzen sich irgendwie so komisch ab. Da ist ja so eine komische gelbliche grüne Flüssigkeit bei. Aber wenn man den schüttelt, also das hatte ich halt schon gemerkt, es hat sich schon was gebessert. Dann vermischt sich das auch und dann kommt die Farbe auch besser rüber.
Aber ich glaube, den muss ich ordentlich schütteln. Also der hat mir auch auf Fotos von Instagram sehr gut gefallen und deswegen musste ich den dann nehmen. Also er sieht so ein bisschen unscheinbar aus an der Flasche, aber auf den Nägeln sah er sehr geil aus. Das ist die Nummer 150 mit dem Namen Pool Party. Ich fand auch, dass der Name sehr gut zu der Optik von dem Nagellack später, wenn er auf den Nägeln ist, passt. Dann, Manhattan habe ich jetzt gar nicht so viel bestellt. Da habe ich eigentlich, ja, da habe ich beim 1-Euro-Shop ja schon viel zugeschlagen und sonst auch bei in der Drogerie kaufe ich da auch immer regelmäßig. Also aber wie gesagt, immer nur die Nagellacke, die mir gefallen. Und ich habe hier die Nummer 570 Club Nights. Das ist irgendwie anscheinend so ein Nagellack, der eine schwarze Flüssigkeit hat mit roten und pinken Glitzerpartikeln. Und den fand ich auf den Fotos auch sehr cool. Ich bin am Überlegen, ob ich den mal live gesehen habe oder nicht. Ich glaube nämlich, ich kann mich daran erinnern und habe mich dagegen entschieden, den zu kaufen, weil ich den irgendwie langweilig fand. Aber als ich die Fotos gesehen habe, habe ich gesagt, den musst du ausprobieren. Der war halt auch nicht so teuer. Wie gesagt, Preise schreibe ich in die Infobox, falls euch die Nagellacke auch interessieren. Oder ihr einfach nur so neugierig seid, was das kostet. Dann wieder Essence. Also ich habe sehr viel Essence-Nagellacke bestellt. Essence hat immer sehr kreative Nagellacke, Nagellackfläschchen-Optiken, Namen, LEs. Also das ist mir wirklich aufgefallen. Essence ist wirklich sehr kreativ in der Gestaltung von den Nagellacken und allein schon deswegen kaufe ich diese Nagellacke ganz gerne. Und obwohl sie so günstig sind, finde ich auch, haben sie immer eine gute Qualität. Also hier ist zum Beispiel, da steht es drauf, Electric Feathers. Ich kann es halt leider nicht richtig aussprechen. Das ist aus der Effect Nail Polish Reihe von Essence und die Nummer 19 Goldfingers. Da habe ich auch ein Foto gesehen, was mich überzeugt hat. Wie gesagt, ich stehe eigentlich nicht auf diese Strichelchen, aber zusammen mit diesen Pünktchen-Glitzerpartikeln sah das auf den Fotos auf den Fingernägeln sehr gut aus. Und einer, wo ich auch sehr lange überlegt habe, auch aus der Effect Nail Polish Reihe, da steht hier Twinkling Bling Bling. Die Nummer 20 Heingarn. Also ich war neugierig. Ich wollte einfach mal gucken, wie sieht's aus, was kann ich da draus machen. Also es ist wirklich eine sehr schöne Mischung da drin. Es ist mit Gold, mit Weiß, mit ganz vielen bunten Glitzerpartikeln in verschiedenen Größen und Formen. Ich glaube, da sind sogar eckige dabei, wenn ich nicht verguckt habe. Also das ist so ein interessanter Topping, dass ich gesagt habe, ja gut, den probiere ich auch aus. Der war, wie gesagt, auch nicht so teuer und bin ich mal gespannt drauf. Doch noch ein Manhattan. Bei dem habe ich auch sehr lange überlegt, weil ich ja erst vor kurzem, ich glaube, das war sogar das erste nach meiner längeren Pause, was ich da veröffentlicht habe. Ich kram gerade den mal raus, weil ich sitze hier gerade am Tisch. Da kam mir so vor, als würde der so aussehen wie dieser neue Nagellack, der jetzt neu ins Sortiment gekommen ist. Und selbst meine schlechte Kamera fängt jetzt richtig gut ein, dass sie doch verschieden sind. Also der neue, der wirkte auch sehr türkis, wie ich fand. Aber der hat einen sehr starken Silberschimmeranteil drin. Und dieser alte, die Nummer 830 Almost Emerald, doch Almost Emerald könnte gut klingen, der hat so einen Goldschimmer drin und ist deutlich grün-türkiser. Und den fand ich auch sehr hübsch auf den Nägeln und dann gesagt, ja, was soll's, dann hast du den ansonsten doppelt. Beim Leiden mag ich den neuen sehr gerne und der alte ist jetzt doch nicht die gleiche Optik und dann hat sich der Kauf hier auch gelohnt. Also es ist halt wirklich manchmal so ein kleines Spiel, gefällt, also wenn man die Nagellacke nicht gezielt kauft, sondern einfach nur guckt, was ist schön, was gefällt einem, dann ist es so ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Also wenn man wirklich ein Fan von Nagellack ist, ist, finde ich, Schnäppchenschloss mit richtig gut. Man guckt sich einfach was aus und lässt sich dann überraschen, was dann wirklich ankommt, wie die Nagellacke aussehen und vor allen Dingen, wie sie auf den Fingernägeln aussehen. Das ist ja auch immer nochmal eine andere Sache. Das ist auf jeden Fall der zweite Manhattan-Lack. Dann einen, wo ich auch ein bisschen traurig war, dass ich den damals nicht erwischt habe. Ich war ein bisschen geizig, mir den zu kaufen, als die LE neu rausgekommen ist. Ich habe euch da auch einen Videoführer vorgestellt. Und ich hatte da sehr drauf gehofft, dass ich den irgendwie im Abverkauf bekomme. Und natürlich habe ich den nicht im Abverkauf bekommen. Also der stand eine ganze Weile immer bei jedem Aufsteller, stand der noch da. Ich dachte, ach, brauchst du den jetzt nicht für so teuer kaufen. Ich glaube, die kosten immer 3,45 oder so. Und ich habe den jetzt, glaube ich, für 2,99 bekommen. Es ist günstiger. Also ich habe durch meinen
hohen Bestellbetrag auch keine Versandkosten gezahlt, deswegen hat sich das schon gelohnt. Es ist die Nummer 1002 Gem of Stones. Also der hat halt so einen holographischen Effekt, hat große, kleine Partikel. Also der ist wirklich sehr schön und ich bin froh, dass ich den jetzt noch übers Schnäppchenschloss bekommen konnte. Und ist aber auch ein ganz beruhigendes Gefühl, dass wenn man jetzt so Nagellacke nicht erwischt, wenn man im Urlaub ist oder wie ich jetzt gerade im Krankenhaus war, dass man die dann auf jeden Fall noch bei Schnäppchenschloss bekommen kann. Weil ich glaube, die haben schon fast jeden Nagellack, nur manche haben die halt nicht so viel da auf Lager. Da kann es halt sein, dass die binnen schneller Zeit ausverkauft sind. Da muss man halt mal ein bisschen immer mal wieder reingucken. So. Dann einen, der hier irgendwie noch so eingepackt ist. Den packe ich mal aus. Der ist ja, glaube ich, besser zu sehen. Das war auch eigentlich, glaube ich, eine richtig schöne LE. Jetzt muss ich mal gucken. Hat er jetzt einen Namen oder hat er jetzt keinen Namen? Also hier steht auf jeden Fall groß 461 drauf. Gemme Paris, Maybelline New York. Ne, ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung, ob die da, ich glaube, diese LE hieß irgendwie Mai New York oder so. Es ist so eine, ja doch, ich würde schon sagen, dass es so ein Orangeton ist. Das ist auch kein Deckender, den müsste man, glaube ich, mehrmals lackieren, dass er deckt. Aber ich fand den halt auch so schön und interessant, dass ich mir den bestellt habe. Die haben auch noch die anderen Farben aus der LE. Aber wie gesagt, ich musste mich halt beschränken und da habe ich mich auf den beschränkt. Damit auch mal hier ein bisschen was anderes außer Lila und Blau drin ist. Ja, das ist dieser. Dann zwei, zum Beispiel diese LE. Also ich glaube, ich habe sie damals gesehen, aber ich habe sie überhaupt nicht registriert und auch kein Interesse dran gehabt. Aber jetzt, im Nachhinein dann doch. Und zwar ist das die Winter Wonderful LE. Da habe ich den Defrosted, den Nummer 01 gekauft. Der heißt auch Defrosted. Und dann das Semi-Matt, die Nummer 02. Der heißt auch das Semi-Matt. Das Semi-Matt ist, glaube ich, so eine Art ein ganz, ganz helles Blau. Und Defrosted ist so ein Weiß, was dann halt so ein bisschen grisselig wird. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das irgendwie einfängt, ob es irgendwie zu erkennen ist. Aber hier hat sich auch ordentlich was abgesetzt. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist, dass man das alles einfach nur mal ordentlich durchschütteln muss und dann wird das schon was. Ja, diese beiden Schätzchen. Es waren auch die einzigen, die noch aus dieser LE zu bekommen waren. Da bin ich auch gerade dabei, bei Kleiderkreise und so weiter die restlichen zu bekommen. So, was haben wir? Ach, machen wir hier. Mein einziger Miss Lynn. Also ich finde Miss Lynn Nagellacke gut, die lassen sich da auch viel Kreatives einfallen, aber das war der mich so am meisten angesprochen hat. Aber auch tatsächlich nur über die Bilder, die ich auf Instagram gefunden habe. Da fand ich das so interessant. Das ist die My Pleasure. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, doch, die hier ist ganz groß und fett, die 738 My Pleasure. Das ist auch ein schöner Blauton mit so einem ganz, ja doch, es ist ein lila Stich, der da drin ist. Es ist aber so ein... Ja, ich bin sehr schlecht im Farben beschreiben. Das ist richtig gut, wenn man das machen möchte, aber egal. Auf jeden Fall hat mir der auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich den mitbestellt. Ich hatte noch viel mehr Miss Lynn Nagellacke in meinem Warenkorb, aber die habe ich alle erst mal zur Seite geschoben, damit ich mal ein bisschen weniger Geld für Nagellack ausgebe. Dann noch einen Nagellack Twinkling Bling Bling aus der Effekt Nail Polish Reihe von Essence. Das ist die Nummer 17 Never Stop Dreaming. Ich finde diese Effekt Nail Polish Reihe von Essence ist richtig schön. Also ich habe mir ja dann auch mal Bilder bei Google rausgesucht und habe mir das nochmal alles angeguckt. Also es war eine sehr große Reihe, eine sehr vielfältige Reihe. Es gab vielleicht auch ein paar Topper, die mir jetzt nicht so unbedingt gefallen haben, weil ich sie langweilig fand, aber das war echt eine geile Reihe und vielleicht werde ich mir die alle nach und nach zusammen kaufen. Ich habe einige davon zu Hause tatsächlich, aber ich habe noch lange nicht alle. Also als ich da ein bisschen recherchiert habe, habe ich gemerkt, oh mein Gott, du hast viele, aber nicht so viele davon zu Hause. Also es ist auf jeden Fall so ein schönes, ich würde sagen orange-rot mit roten Glitzerpartikeln drin, der auch auf jeden Fall nochmal ordentlich durchgeschüttelt werden muss. Dann nochmal ein Essence-Nagellack. Diese LE habe ich damals mitbekommen, hat mich nicht interessiert. Ich fand die Fläschchen hässlich, weil ich hasse es, so einen kleinen Griff zu haben. Aber dann wieder dank Online-Bildern, also Instagram oder wie auch immer,
Fand ich den dann irgendwie doch so gut, dass ich mir den gekauft habe. Und zwar ist das die 02 Purple with Propose. Es ist halt ein schönes Lila mit einem ganz dezenten Pinkstich, würde ich jetzt sagen. Ich finde, wenn ich jetzt auch so aufs Display von meiner Kamera gucke, dieses Lila wirkt dunkler, als es in echt ist. Also es ist ein bisschen, doch deutlich heller in echt, aber ich bin mal gespannt, wie er dann auf den Nägeln rauskommt. Also auf den Fotos hat es mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ach, ich nehme den mal mit. Dann der letzte Manhattan Nagellack, ist auch wieder ein alter Nagellack. Das war damals eine Limited Edition und zwar Midnight at Times Square. Das war auch eine relativ große Limited Edition. Das ist jetzt die 003 Happy New Year. Ich muss sagen, online, was ich so gesehen hatte, sah der ein bisschen anders aus. Oder ich bringe den durcheinander, weil ich hatte davon auch ganz viel in meinem Warenkorb drin. Der ist jetzt eigentlich ein Lila mit lila Glitzerpartikeln und mit blauen Glitzerpartikeln, die, wenn man die im richtigen Licht sich ansieht, sehr kräftig zum Vorschein kommen. Und so ein Silberschimmer, so ganz feiner Silberschimmer Glitzerpartikel sind da drin. Und ja, den fand ich halt auch so interessant nach den Instagram-Fotos, dass ich sagte, ich muss mir den auch mal kaufen, ausprobieren. Ich hätte noch einige davon mitnehmen können. Die werden vielleicht bei anderen Bestellungen mit reinwandern, sollte es die dann noch geben, natürlich. Aber den und vor allem mit dieser schönen, mit diesem schönen langen Griff. Also ich mochte das ja und die Pinsel sind auch soweit in Ordnung. Dann das einzige Set, was ich bestellt habe, ist auch noch richtig gut eingepackt. Ich hatte das eigentlich mal ausgepackt, aber das ist aus einer The Pastels Reihe. Und zwar ist da ein Glitzertopper dabei, den musste ich natürlich haben. Also ich fand diese Zusammenstellung auch richtig gut. Der Glitzer-Topper ist die Nummer 06 Sparkles in a Bottle. Da sind grobe Rußgold, würde ich sagen, Glitzerpartikel drin. Dann habe ich die Nummer 03 I'm So Fluffy. Das ist halt ein pastellfarbenes Orange. Da ist aber auch keinerlei Schimmer drin. Also das ist einfach nur, so wie ich das sehe, ein Orange. Und dann habe ich ein wunderschönes Blau wieder mal. Das ist die Nummer 07 Bubble Bath. Passt auch super, dieser Name. Und dann habe ich die Nummer 04 Sweet at First Sight. Ist ein süßes Pink, so ein Cotton Candy Pink mit einem Schimmer. Ich finde das ganz interessant, dass in dieser The Pastels Reihe welche dabei waren, die einen Schimmer hatten und keinen Schimmer hatten und trotzdem alles die gleiche Reihe war. Aber egal, also ich finde die Farbe sehr schön. Es ist ein schönes Set und ich freue mich, dass ich das gekauft habe. Das sieht, kommt auf den Fotos genauso gut rüber wie in echt. Der Glitzer, der sieht in echt nur noch viel schöner aus. So, jetzt will ich noch zum Schluss eine kleine Spielerei machen. Also das war es jetzt auf jeden Fall. Das alles alle. Ich möchte einfach mal gucken, wie viele blaue Nagellacke ich jetzt in dieser Bestellung drin hatte. Also dazu zählen für mich auch diese ganzen türkisen Nagellacke dazu. So, wir haben den und den. So, habe ich dann alle? Oh, den packe ich nur noch dazu. Also, Türkis ist ja auch immer auf Blau basiert. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, das ist lila. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe hier 9. Blaue Nagellacke. Und dann habe ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ach, da. So, ich kann einfach nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe 10 blaue Nagellacke. Ich habe 10 blaue Nagellacke und 22 Nagellacke, die nicht blau sind. Das ist schon mal, ja, das ist ein knappes Drittel von der Gesamtbestellung. Also ich habe mich da noch sehr im Zaum gehalten und geguckt, dass das ein etwas ausgewogeneres Bild ergibt. Ja. Ja, das war jetzt meine Bestellung bei Schnäppchenschloss. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch schon mal bei Schnäppchenschloss bestellt habt. Ich weiß, da gibt es noch andere Sachen, aber
Ich liebe diese Seite für den Nagellack. Also das ist echt genial, vor allen Dingen, wenn man halt verschiedene Nagellacke von einer Internetseite bekommt und entweder nur einmal Frachtkosten zahlt oder wenn man genügend bestellt, gar keine Frachtkosten bezahlt. Ich erlebe es ja gerade, dieses Spiel mit Kleiderkreisel. Bei manchen habe ich das Glück und kann mehrere Nagellacke bestellen, bei manchen habe ich das Pech und muss einen Nagellack bestellen, da Frachtkosten, dann den zweiten Nagellack woanders. Also ich finde das wirklich sehr schön. Ich finde die Seite super, ich finde die Seite unterstützenswert. Und wie gesagt, schreibt mir einfach mal eure Erlebnisse mit Schnäppchenschloss oder was ihr euch dort bestellt habt oder ob ihr euch bestellen wollt oder ob euch das gar nicht interessiert. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bin mal gespannt, wie euch diese Art Video gefällt. Es geht leider schon ziemlich lange. Ich hoffe, ich kann es kürzen. Ansonsten werde ich euch einfach eine halbe Stunde Labervideo mit Nagellack-Haul um die Ohren knallen und einfach mal gucken, wie eure Reaktion darauf ist. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und mal gucken, welches Video als nächstes kommt. Und bis dann. Ciao, ciao.